Die Art von Architektur dieser Firma ist klar definiert und ich denke, der Grund, wieso eine gewisse Person auf uns aufmerksam wurde, ist der, dass wir den Leuten helfen wollen. Also bei Kunden versteht sich das von selbst, aber wie überzeugt man die Menschen da draußen, Dinge auf andere Weise zu sehen? Naja, über das Konventionelle hinaus. Warum? Warum? Die Öffentlichkeit liebt das Konventionelle. Ja, ja, sie lieben das Neue, das sie bereits gesehen haben. Menschen fühlen sich vom Unbekannten bedroht. Also, ich bin mir nicht sicher, ob Sie ein Design wollen, das jedes Risiko vermeidet. Nun, was bringt es der New York Times zu gefallen, wenn die richtigen Kunden wegbleiben? Wissen Sie, kreative Menschen, selbst sogar Architekten, die auf ihre Weise kreativ sind, vergessen sehr oft die eigentliche Mission ihres Projekts. Hm, Gott sei Dank gibt es Kunden, die uns immer auf dem Laufenden halten. Aha. Ich schätze Ihr Interesse an der Öffentlichkeit, Rick, aber die Öffentlichkeit hat eigentlich gar nichts zu entscheiden. Sie denkt es vielleicht und ich nehme an, dass mir jeder hier zustimmt, dass es unser Ziel ist, Sie in dem Glauben zu lassen. Entschuldigen Sie bitte, ist das nicht furchtbar zynisch? Ich meine, Sie klingen so, als wollten Sie die Menschen von allen Prozessen ausschließen. Selbstverständlich würde immer noch ein Dialog zwischen dem Raum und den Menschen, die ihn nutzen, bestehen. Rick, Menschen wollen nicht damit belastet werden, herauszufinden, wie sie auf die Welt reagieren sollen. Es ist zu ihrem und zu unserem Vorteil, sie äußerst präzise wissen zu lassen, was sie fühlen sollten. Genau das wollen sie, deswegen unterstützt man Filme auch mit Musik. Nun, ich stimme Ihnen zu, dass die populäre Kultur ziemlich einfältig ist, aber ist das nicht der Grund, wieso man Menschen mit einbezieht? Sonst ist doch alles aus einem Guss. Das wäre dann mit Sicherheit einer weit gefächerten Vielfalt vorzuziehen. Wenn Sie das so sehen. Da kommen Sie schon nah an die Eugenik ran. Wissen Sie, ich meine, wir sprechen hier von einem Einkaufscenter, nicht von einer neuen Weltordnung. Es ist nur so, dass... Was für ein glücklicher Umstand für uns alle, dass die Politik weitgehend irrelevant geworden ist. Sie dürfen nicht vergessen, dass... Der Schlüssel zum Verständnis dieses Projekts Sie müssen daran denken, dass dieses Projekt etwas ist, was die Menschen sehen werden. Auch aus der Luft. Und zwar von den Fenstern der Flugzeuge aus, die in O'Hare landen. Das hier werden Sie vor Ihren Augen sehen. Diese neue Signatur der Stadt. Stellen Sie sich vor, alles würde aus einem Torbogen fließen, quasi hier raus. Dieser korporative Raum wird zur schützenden Topographie. Alles so klar wie eine Gebirgskette, massiv. Und doch von großer Schönheit. Die Einzelhandelsflächen werden hier eingebettet, und zwar umgeben vom schützenden Tal. Die Pfade werden nicht geradlinig verlaufen, sondern werden mäandern. Wie ein Fluss, der von einer Erfahrung zur nächsten fließt. Von diesem Geschäft zu jenem Restaurant zu diesem Theater. Und immer, wo Sie sich auch umdrehen, sehen Sie am Horizont das korporative Gebäude. Beschützend, verlässlich, solide. Ein neues... urbanes Tal. Das finde ich gut. Man kann es aus der Luft sehen. Technologie hat doch was Gutes. Wie wäre es vom Weltraum aus? Geht das? Das ist nur eine Frage der Größe. Wir würden so etwas wie das Wahrzeichen der Stadt werden. Wenn es das ist, was Sie wollen? Darf ich Ihnen noch Wein nachschenken? Thank you.